Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme von... Keine Ahnung. Oh, warf mir jetzt Fluch, du Depp. Erzähl keinen. Wisst ihr, das ist der Benny. Zum Glück kann ich nicht sorge. Pass auf, du. Wollen wir mal gucken, im letzten Jahr ist mir ja was aufgefallen. Dass der liebe Benny ja nicht gesehen hat. Und deswegen gehen wir nochmal zum Teppichhändler. Ja, Teppich. Ja, warum nicht? Solange er denn nicht wegfliegt. Ja, wobei er hätte auch Vorteile, ein fliegender Teppich. Ja, klar. Außer du stützt ab irgendwann. Tank leer. Tank. Womit tankt man den denn? Keine Ahnung, Pflegemittel? Den tankt man mit weißer Riese extra stark. Meister Proper. Ja. Ja, geh doch mal da hoch. Ich sag ja, das hängt manchmal so. Müssen wir mal vielleicht die CD mal sauber machen. Insgesamt hätten wir das eher gewusst, dass wir das Spiel spielen, hätten wir vielleicht damals schon über PC, über Steam die Version gekauft. Aber das war ja nicht abzusehen. Und warum etwas ändern, womit wir schon angefangen hatten? Ach komm, ey. Ja, wie wähle ich das denn nochmal aus? Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club aller Mut verziert. Dann gib ihm das. Komisch, gerade hat er das nicht gemacht. Ja. Alter, wie er rennt! Was ist los? Wespe. Einen guten Tag nochmal, Sir. Worüber? Hallo, Sir! Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Ah, gib mir, Alamut! Da ist eine Tür. Auch nicht schlecht. Wie er dahinter steht, wie so ein... Gehen Sie? Rein. Und dann? Dann kam der Ladebildschirm. Und er würde die Welt verändern. Vielleicht. In einem anderen Leben. Wenn du meinst. Ja, sieht ja schon mal witzig aus. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichste aller möglichen Freunde. Kennen wir uns, Mister? Nein. Und abermals sagen, nein. Aber mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung? Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein, wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll von Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer, jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke. Wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag. Voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. Ja, ob der so freudig bleibt, werden wir später noch sehen. Ich quatsch erstmal eine Runde. Wenn er dann mal möchte. Hallo, einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten.
Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen sorry. Aber er nichts sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nichts Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen. Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Den haben sie den Kopf abgeschnitten, oder wie war das? Ja. Oh je. Keine Zunge ist doch kacke. Ja, vor allen Dingen, du nix sprechen. Ja, nix. Da bin ich wieder, Ulta. Große Hallos, wohlwollender Fremdling. Und möglicher zukünftiglicher Kunde. Naja, man weiß ja nie. Wollen wir mal ein bisschen reden? Ist höchst möglich. Nur solche Art. Ultar lernen seinem äußerst hervorragende Englisch, ja? Ja. Ja. Hervorragend, ja. Naja, wenigstens versteht er uns. Das ist schon mal ein Vorteil, ja? Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig? Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann ich schätze Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Naja. So viel zum Thema Englisch lernen, ne? Ja. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lacht. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte deinen Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfend komisch. Sie sollten Ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. Das war so lustig, dass mein Akku sich geleert hat. Ja, hab schon keinen Bock mehr gehabt, das Akku. Lass mich in Ruhe. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja, was können Sie mir darüber sagen? Große Schieberband in die 60er. Ach nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Schiebob-Doo-Wop gepackt? Ja, ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Also hier kommen wir auch nie so viel weiter. Was wissen Sie über den Kebab-Verkäufer? Ein höchst unglücklicher Mann. Ultar sagen, lachen mal, Kumpelchen. Vielleicht passieren gar nichts. Und er sagen, Schnauze, Ultar. Schlimmer geht's ja wohl kaum. Doch. Arto machen dabei Gesicht wie Nieselregen an Mittwochnachmittag. Was immer das sein mag. Tja. Ja. Ein bisschen Englisch müsste man dafür können, ne? Um das genau zu übersetzen in seine Sprache. Wobei jetzt natürlich bei uns ein bisschen anders ist. Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Haben Ultar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultar haben getroffen. Und? Höchst ungroßzügig. Ultar Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ultar sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ultar sagen, haben gesehen, Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Ja. Aber sie gegangen. Ja. Was halten Sie von diesem Ball? Sein höchst hervorragend. Und so rund. Und so rund. Schauen Sie sich das hier mal an. Sein roter Ball mit Loch mitten. Nein, das ist eine Clownsnase. Oh, Clown wissen, Sie haben seine Nase?
Ich hoffe doch das nicht. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen, viele Fragen. Wie misst er Sie? Wonach hat er gefragt? Er fragen, Fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel, etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Also wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr wieder. Ja, das war doch mal gut, dass wir das Bild behalten haben. Perfekt. Schauen Sie sich das an. Glänzend. Das hier ist ein Hebel, mit dem man Kanaldeckel anheben kann. Manche Touristen haben kranke Gepäck dabei, Mister. Ja, das stimmt. Was halten Sie von diesem Gips? Nicht viel da. Nicht genug zu machen, geschmackvolle Gartenzwerg zum Beispiel. Wofür halten Sie das da? Sein Dings da. Es ist ein Blutdruckmessgerät. Blutdruckmessgerät. Sein, was Ultar sagen. Ultar immer alles wissen. Ja. Schütteln Sie meine Hand, Ultar. Haha, mich erinnern an Lustiges, wo passieren ist Monat her. Vielleicht 6. Mann, kommen zu Ultar, sagen, schütteln Sie meine Hand, Ultar. Aber Mann haben elektrisches Bassding in Hand. Haha. Wir lachen wie krank. Danach ich brechen sein Arme. Links, rechts. Ja, mach mal. Komm, los. Was bedeutet Ihnen dieser schminkeverschmierte Lappen? Nichts. Warum? Was bedeutet Ihnen schminkeverschmierte Lappen? Nichts. Und dann wollen wir nochmal auf den Berg ansprechen. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückesgeschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Sollen wir da hinfahren? Ja, wieso nicht? Dann fahren wir dahin. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. Oh, unglückseliger Amerikaner. Also kommen wir hier erstmal auch nicht weiter. Wir sehen uns noch, Ultar. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Was haben wir denn hier noch? Die Tür sieht interessant aus.
Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. Ich weiß, dass die Tür verschlossen ist. Ich brauche den Schlüssel, um da reinzukommen. Frag den doch nochmal. Muss ja irgendeinen Weg geben, da reinzukommen. Ja, so ein bisschen. Ich habe weder Zeit noch Geld genug, um mir etwas zu kaufen. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen. Wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Ja, schlecht. Handzeichen. Dann fragen wir nochmal Uta. Da bin ich wieder, Uta. Oh, Uta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Ja, mit dem Schlüssel können wir nicht fragen. Na dann. Was hatte. Nichts, entschuldigen Sie die Störung. Was zu bedeuten? Bullset. Wo wir hinfahren. Ach so. Aber wir brauchen 50 Shiny. Ohne Scheine Ulta nichts machen. Das ist blöd. Ja, bedingt, ne? Immer diese Geldgeier. Ja gut, was heißt Geier, ne? Recht hat er ja. Kostet Benzin. Es ist seine Zeit. Und man weiß ja auch nicht, wie lange man da bleibt, ne? Ja, das stimmt. Ja. Reden wir nochmal mit dem Kleinen, wa? Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Weil es gibt noch eine Sache, die ich mal kurz ausprobieren möchte, und zwar den Elektroschocker. An wem? Jetzt an nicht. Der bringt dich um. Nochmal hallo, Sir. Hallo, Kebab? Ja. Was halten Sie davon? Ah, Kebab kaufen. Ganz gut. Schade. Können wir denn so irgendwie mit dem sprechen? Nee, glaub nicht. War ja eigentlich alles so. Noch? Hallo? Kebab? Ja. Ja, wir können uns jetzt nichts verraten, oder? Was halten Sie davon? Sie kaufen Kebab? Come to the... Der eine, ja, Teppich. Sagt Ihnen das etwas? Nein, Sie kaufen Kebab. Nein, Sie kaufen Kebab. Ich möchte Ihre Meinung hierzu hören, Sir. Sie kaufen Kebab? Na am? Was halten Sie davon, Sir? Sie kaufen Kebab. Sie kaufen Kebab? Jam, ganz gut. Naja, das hat keinen Sinn. Bis auf das lustig ist, böse doch. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut.
Der eine Teppich, 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 der andere Kebab, 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 Kebab. Meine Herren, ja, die haben so ein bisschen was, ne? Schon witzig. Naja, Neo dürfte uns zumindest was über den anderen sagen können. Über den Taxifahrer. Hoffe ich doch zumindest. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Ja, der hat uns doch bestimmt jetzt ein bisschen mehr zu erzählen, auch nicht viel, aber hm. Ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Oh, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Genauso ist sein Arabisch. Ja, das war ja echt viel. Nochmal Ball fragen? Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen, dass ich ihn möchte, Sir. Dieser Gips war in Irland sehr hilfreich. Wirklich? Ihr Schatz an Reiseabenteuern fesselt mich unaufhörlich. Hm. Elektroschockerfilm? Nee, wohl er nicht haben, ne? Nee, der sieht den doch jedes Mal. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Katze vielleicht nochmal? Hm. Wie war das denn nochmal? Ja, wir werden alles... Wir können uns nicht mehr so viele Sachen merken, wir vergessen alles. Das ist einfach nur, weil das schon Jahre her ist. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich weiß es auch. Spuck's aus. Alles kann uns gerade helfen. Wir müssen, glaube ich, theoretisch erstmal in das Badezimmer rein. Ja, welches Badezimmer? Ach so, oben in dem Luxusclub. Nur wie sollen wir da reinkommen? Wir wissen ja noch nicht mal, wo der Schlüssel ist. Okay, jetzt steht die aber woanders, ne? Vielleicht bringt uns das ja was. Hab ich mir auch gerade gedacht. Hallo, Pearl. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oh, Sie meinen Taxi? Nur gefahren? Nein, Graham hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Woran die schon wieder gedacht haben, ne? Schlimm, ne? Ehrlich. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Bull's Head Hill. Hm. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen. Hat uns ja viel gebracht. Ja gut, dann
beenden wir die Folge und gucken dann mal, ob wir im nächsten Part weiterkommen. Ja. Bisschen was haben wir ja schon geschafft. Also dann, tschüdelü, au revoir, ciao. Ding dong ding.